Produktion oder Dienstleistung ohne Verkauf ist Schrott oder verschwendete Zeit. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr Menschen dabei, sich selbstständig zu machen, jedes Jahr Firmen zu gründen oder zum Wachstum zu bringen, diese auch zu verkaufen. Ja, und jeder unserer Kunden, jeder Klient muss verkaufen, auch du. Egal, ob du Kunden gewinnst, Mitarbeiter, Kooperationspartner, Lieferanten oder Vermieter überzeugen willst, immer gilt es, den anderen davon zu überzeugen, dass du eine Lösung hast, dass du eine gute Ergänzung bist, dass die anderen Vorteile haben. Und das ist schließlich auch das Ziel eines Verkaufsgesprächs. Nur, ich habe es nicht in der Schule gelernt, du hast es nicht in der Schule gelernt. Und daher ist das eine der Kompetenzen, die du draußen dir selbst erwerben musst, über Fortbildung, über Videos wie diese, selbst sich in der Praxis oder über Trainings und gute Coaches. Und ich bringe dir heute die einfachste und die kürzeste Methode dar, wie du dein Verkaufsgespräch organisieren kannst. Nun, schauen wir uns erstmal an. In der Regel ist es so, dass du, bevor du mit dem Verkauf, mit dem Sales-Prozess beginnst, kommen die Menschen in der Regel als Interessent, als Lead zu dir rein. Und dann beginnt irgendwann der Kontakt mit der Verkaufsperson, meistens im persönlichen Beratungsgespräch oder auch im digitalen Prozess. Und da gibt es insgesamt 4 Phasen, über die ich heute mit dir sprechen möchte, bevor dann hinten hier das sogenannte Closing, also der Abschluss kommt und dann die Abteilung Operations, dann die Dienstleistung, die Produktion, den Verkauf, die Lieferung dann beginnt. Also nur dieser Sales-Prozess ist heute Thema. Nun, was ist der erste Punkt? Was ist der erste Schritt, der so häufig falsch gemacht wird? Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Wenn du dich in einem Café hinsetzt, als junge Frau beispielsweise, und da setzt sich irgendein Kerl neben dich und sagt, Mensch, junge Dame, ich würde dich ganz gerne heiraten, dann wirst du auch fragen, hey, wir kennen uns nicht. Ja, ich vertraue dir nicht. Deshalb ist die erste Phase immer die wichtigste, die mich das Ziel hat, Vertrauen aufzubauen. Im Coaching, wenn du eine Coaching-Ausbildung oder eine Berater- oder Mediationsausbildung machen würdest, dann würdest du diesen Punkt, diesen Step unter dem Begriff Intimacy kennen. Oder im NLP beispielsweise würdest du unter Rapport, also unter einem Gleichklang, unter einer, man hat das gleiche Level erreicht, Vertrauen aufgebaut. Es geht darum, also eine Vertrauens-, eine Wir-Phase und Wir-Atmosphäre aufzubauen. Fakt ist, hier schnell Vertrauen aufzubauen, das fällt nicht vom Himmel. Ich habe manchmal nur wenige Sekunden oder Minuten Zeit, um einen Unternehmer, der schon viel älter vielleicht als ich ist, trotzdem im Gespräch so mit dem unterhalten, die Fragen zu stellen, aktiv zuzuhören, Paraphrasen einzusetzen, um Vertrauen aufzubauen. Das ist also deine Aufgabe hier, Vertrauen aufbauen. Und die Erfahrung kann sein, es gibt Kunden, da dauert das nur 3 Minuten. Es gibt aber auch Kunden, da dauert das diese Phase 30 Minuten. Wenn du das gemacht hast und klar ist, dass du hier auch die Brücke gebaut hast zu dem Gegenüber, das sie vertraut, nun, dann darfst du jetzt auch Fragen stellen und du wirst feststellen, du kriegst jetzt auch Antworten, weil er dir vertraut. Was ist nun die zweite Phase? Hier findet die Diagnose statt. Was braucht dein Gegenüber überhaupt? Und je besser du darin bist, Fragen zu stellen und nicht deine Lösung überzustülpen, welchen Haarschnitt du als Friseur so toll findest oder vielleicht nur kannst und dem zu verkaufen oder was gerade an Waren weg muss, dein Kunde kriegt es raus, ob du dich für ihn interessierst. Nun, was ist der dritte Schritt? Der dritte Schritt hat was damit zu tun, welche Erfahrungen dein Kunde bisher schon gemacht hat. Ich nenne ihn einfach mal Experience oder Erfahrung und hier gibt es eine Erfahrung, die du wissen solltest, nämlich vor allen Dingen die schlechten. Und wenn du das nicht herausfindest, wenn du nicht weißt, worauf du achten musst, wenn du dein Angebot formulierst, dann sind diese stetigen Zweifel, diese hemmenden Glaubensmuster und Erfahrungen und Gefühle, das schlechte Bauchgefühl, das ist noch da. Und dann wird dein Kunde sagen, nachdem du dein Angebot formuliert hast, darüber muss ich erstmal schlafen oder mit meiner Frau sprechen oder da muss ich erstmal andere Mitbewerber noch prüfen. Hier in der dritten Phase ist nun wichtig, dass du den Kunden fragst, was müsste geschehen oder was müsste erfüllt sein, damit sie sich für unser Angebot entscheiden können. Das könnte dazu führen, dass er sagt, nun, also ich würde ganz gerne Ratenzahlung machen. Und die formulierst du natürlich in deinem Angebot dann auch mit rein. Und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt. Bevor du dann den vierten Punkt deines Angebots präsentierst, nimmst du diese gesamten Punkte hier, ich mache das mal rot, und baust die hier ein in den sogenannten Vorabschluss. Was bedeutet das? Also, wir haben mit dem Klienten, mit dem Interessenten einen Kontakt aufgebaut, sein Vertrauen gewonnen, wir haben seine Wünsche definiert und wir haben auch die gesamten Bedenken oder die Gefahren oder die Ängste, das schreibe ich einfach mal hier rein, das Wort, die Ängste
ermittelt, die noch davon abhalten können, sich zu entscheiden. Die haben wir hier unten definiert. Und jetzt kommt ja die nächste Phase des Angebots. Und hier kommt vor der Angebotspräsentation der Vorabschluss. Wenn wir Ihre Ziele und Wünsche erfüllen und Ihnen ein Angebot machen könnten, das alle negativen Erfahrungen ausschließt, vorbeugt, dass wir das vermeiden können. Das heißt, wir achten darauf, dass Sie die negativen Erfahrungen nicht wiederholen und dass Ihr Ziel erreicht wird. Könnten Sie sich dann für unser Angebot entscheiden? Nun, das Angebot, kennt er das jetzt schon? Nein, er weiß gar nicht genau, wie unser Angebot aussieht. Aber wir haben uns vor dem Abschluss schon den Vorabschluss geholt und wir haben jetzt sichergestellt, dass er keine Einwände oder Vorwände mehr rausbringen kann, wenn wir dann das Angebot abgegeben haben. Hier hast du ihnen geholfen, das ans Licht zu bringen, in ein gutes Gefühl umzuwandeln. Und wenn das Angebot bekommt, dann fühlen diese Leute vertrauensvoll, kompetent beraten, mit einem guten Gefühl. Und dann ist der Abschluss reine Formensache. Und das wünsche ich dir. Und wenn du Hilfe brauchst dabei, dieses zu erlernen, das umzusetzen, zu internalisieren, also dass es standardisiert, ohne dass du darüber nachdenken musst, bei dir abläuft und auch deine Mitarbeiter es machen, dann kannst du gerne auch hier dieses kostenfreie Erstgespräch nutzen, damit sich einer unserer Berater dann auch um deine Themen und deine Anliegen kümmert und dir hilft, das zu standardisieren. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.